Ja, also laut der Bedienungsanleitung von der GoPro 2 Kamera, das ist die hier, die habe ich übrigens genommen, weil die große SD-Karten nimmt. Diese Mini-SD-Karten, die verliere ich immer so schnell. Aber von der Bildqualität ist die auch super. So, und dann ist ja das Mikrofon immer so ein Problem. Ich habe auch mit externen Mikrofonen schon probiert, habe hier Loch reingebohrt, damit ich hier an der Seite da ein Mikro reinstecken kann. Aber das war alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und jetzt habe ich hier mal geguckt und da steht 8 Mikrofon auf der Oberseite. Aber ich habe eben durch Ausprobieren entdeckt, dass hier das ist auch ein Mikrofon hier unten. Also das ist das hier, was sie angegeben haben. Und jetzt habe ich hier einfach in das Gehäuse. Man sollte natürlich ein billiges Gehäuse für solche Experimente nehmen und nicht das wasserdichte, teure. Und dann habe ich hier einfach, aber hier kommt das Mikrofon raus. Da habe ich ein Loch reingebohrt. Dann einfach so auch so ein Stück Fell, Kunstfell da drüber geklebt mit Patex. Und jetzt werde ich das mal ausprobieren. Thank you.
dass man heiß ist. Ja, also man hört ja die Windgeräusche dann doch noch relativ deutlich. Aber insgesamt finde ich den Ton also viel angenehmer. Man kriegt mehr Geräusche mit. Wenn ich jetzt hier noch das Fell so um die Ecke klebe, also hier so rum, ein bisschen größeres Stück, dann ist es vielleicht besser. Ich bin sowieso verwundert, dass die Windgeräusche durch dieses kleine Loch so deutlich zu hören sind. Naja, das werde ich auch mal probieren.